Ich bin gespannt. Hallo alle zusammen, wir sind jetzt live. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben jetzt hier heute wieder ein neues Thema für euch vorbereitet. Und das neue Thema lautet unser neues Heft. Ja, das müsst ihr jetzt ertragen. Das ist aber auch ganz spannend und nicht nur eine reine Werbeeinblendung. Das Thema unseres neuen Heftes heißt Am Boden verstehe dein Pferd. Und ich begrüße wie üblich Nils Michael Becker aus dem Redaktionsteam. Hi Nils. Guten Und Tag. ich freue mich sehr, dass heute Abend Bea Borell bei uns ist. Hallo Bea. Guten Abend. Bea, du bist bei uns, weil du auch Interviewpartnerin in unserem neuen Heft bist. Bea, ich stelle dich mal kurz vor und wenn ich was Falsches sage, darfst du mich gerne korrigieren. Mach Du bist ich. Instruktorin der École de l'Égalité, weil du bist. Ja, Master Instructor. Wir haben ja zwei verschiedene Grade, Master Instructor. Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ich sage jetzt, weil du mit Philipp Karl verheiratet bist, weil das stimmt natürlich nicht, weil du hast ja diesen Grad unabhängig von deiner, ich sag mal, Zusammengehörigkeit mit Philipp Karl erarbeitet. Habe ich auch darauf bestanden, denn ich wollte unbedingt eine Prüfung machen, damit man nicht der Meinung ist, ich habe das Ding nachgeschmissen bekommen. Und ich habe eine ganz reguläre Prüfung abgehalten, 2007. Und du hast auch noch ein eigenständiges Konzept entwickelt. Und deswegen haben wir dich gerade auch deswegen im Interview im neuen Heft, weil dir nämlich Bodenarbeit in den verschiedensten Facetten und Zirkuslektionen eine ganz wichtige Angelegenheit sind. Und viele werden dich auch kennen mit deinem Pony Ben. Wie alt ist der mittlerweile? 32. Putzmunter, ne? Wie man das für Ja. einen 32-Jährigen sein kann, sagen wir Ja, mal so. Tierärztin stand gestern noch neben ihm und wunderte sich über den Zustand. Ich hatte auch letzte eine Osteopathin da, die ist dann durch drei Ställe gefahren und hatte geprahlt, sie hätte ein 32-jähriges Pony gesehen. Das wäre in einem phänomenalen Zustand. Genau, aber auf jeden Fall sehr schön, dass du heute Abend dabei bist und uns ein bisschen unterstützt, weil für uns ist das aus verschiedenen Gründen ein ganz besonderes Heft. Ihr wisst das auch, das ist das erste Heft seit 11 Jahren, das nicht am Kiosk vertrieben wird, weil wir gesagt haben, aus Umweltschutzgründen lassen wir davon jetzt ab. Ausgelöst natürlich durch die Corona-Krise, weil da unsere ganzen Verkaufsstellen weggebrochen sind, weil die geschlossen waren. Und um das nur noch in einem Satz nochmal zu sagen, wenn ein Magazin an den Grosso geht, also in den Einzelhandel geht, an den Kiosk, an die Supermärkte, und das gilt für alle Pferdemagazine, diese Zahlen, da sind wir also keine Besonderheit oder eine Ausnahme, dann liefert ihr als Beispiel 10.000 Hefte an den Grosso und 6.500 Hefte bis 7.500 Hefte wandern in den Müll, weil sie nicht verkauft werden. Und als Verlag kann man es sich eigentlich nicht leisten, diese Hefte wieder zurückzuholen. Das ist viel zu teuer. Da ist es billiger, nochmal 10.000 Hefte neu zu drucken, als aus dem Grosso diese Hefte zurückzuholen. Deswegen haben wir gesagt, so, wir gehen jetzt diesen straighten Weg, wir gehen raus aus dem Grosso. Ist ein Risiko und deswegen, ja, stellen wir euch unser Heft auch nochmal ein bisschen mehr vor, damit ihr eine Idee bekommt, was wir machen. Wenn ihr jetzt schon im Supermarkt nicht mehr da reinblättern könnt, machen wir das mit den einzelnen Interviewpartnern und deswegen bin ich ganz froh, Bea, dass du heute Abend bei uns bist. So. So ein bisschen zum Thema: Am Boden verstehe dein Pferd. Wir haben ja auch schon mal ein Heft gemacht über Handarbeit, die Grundlagen, beziehungsweise Bodenarbeit, die Grundlagen. Und wir haben jetzt noch mal ziemlich lange überlegt, als wir hier in der Redaktion über diesem Heft gebrütet haben. Was machen wir denn? Wie machen wir es denn? Und es kamen auch ganz viele Vorschläge, weil wir fragen euch ja auch immer. Und die haben gesagt, ja, macht klassische Handarbeit. Und ja, das werden wir auch nochmal machen. Aber wir haben uns ganz bewusst entschieden, jetzt ein Heft zu machen, was wirklich nochmal auf Basics setzt. Basics bedeutet, ich lerne die Mimik meines Pferdes kennen. Ich lerne die Ausdrucksweise meines Pferdes kennen. Weil da, glaube ich, ganz viele Dinge so ein bisschen verschütt gegangen sind. Weil früher war es so, dass viele Leute noch mit Tieren und Pferden aufgewachsen sind. Das hat sich sehr geändert. Also vieles, was selbstverständlich war, ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und deswegen war es uns wichtig zu sagen, Leute, wir gucken noch mal auf diese Grundlagen, damit ihr besser lernt, eure Pferde zu beobachten und damit ihr auch noch mal ganz genau darauf guckt, wie ist das denn? Das hört sich jetzt profan an, aber manch einer würde wissen, das ist gar nicht so profan.
wenn ich mein Pferd von A nach B führe, möchte ich da bitte eine Stringenz drin haben und nicht ständig irgendetwas am Strick hängen haben, was zuppelt, was zappelt, was schnappelt, was brabbelt, wie auch immer. Und darum haben wir gesagt, gehen wir nochmal auf dieses Basics-Thema ein. Und ich möchte euch heute jetzt mal ganz kurz nochmal freigeben, meinen Bildschirm. Und da seht ihr unser Heft quasi in der Form oder in dem Programm, in dem es auch erstellt wird. Ihr seht hier den Artikel mit Bea. Bea, darum bist du bei uns und darum wirst du uns gleich ein bisschen erzählen. Aber bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, auf den Artikel im Heft, Bea, warum ist Bodenarbeit für dich so wichtig geworden irgendwann, dass du gesagt hast, du arbeitest nach verschiedenen Konzepten, das ist für dich ein ganz wesentliches Ding? Der Einstieg ist der auch bei ganz vielen der Einstieg ist, nämlich dass ich mein erstes Pferd ein ganz schwieriges Pferd war und ich da einfach Hilfe brauchte. Und ich habe den Eindruck, ich werde von oben gesteuert, meine Engelchen sind irre parat und ich habe dann sofort den Hinweis gekriegt, erstes Bodenarbeitsbuch von Linda Tillington-Jones. Das habe ich mir angeguckt, das fand ich so plausibel, dass ich gesagt habe, da sind aber Sachen drin, die würde ich gerne noch mal aus der Nähe sehen und habe deshalb 89 meinen ersten Kurs mit Linda gemacht und ich habe jetzt aufgrund der Corona-Krise mein ganzes Büro aufgeräumt und habe noch mal das alte Büchlein gefunden, in dem man die Kurse eintragen musste und war erstaunt, wie viel ich mit ihr gemacht habe. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Naja, 89 angefangen aufgrund meiner Anglo-Araber-Stute Monody, die hat es wirklich nötig. Und danach, 1991, kam ja schon der kleine Pimpf, ne? Dieses freche Welsh-Pony, dreijährig Hengst. Und der war, also die Story kann man nachlesen auf meiner Homepage, da muss ich gerade ein bisschen reingehen. Der war, es war. Warte, die kann man nicht nur auf deiner Homepage nachlesen, die kann man auch bei uns nachlesen, weil Sehr gut. die hast du für uns mal aufgeschrieben. Und wenn du Pimpf sagst, Dieser, meinst ja, du Ben, super. ne? Ja, Genau. genau. Ich habe den kennengelernt im Februar, da war der zugenagelt in der Halle, Quatsch, in der Box. Und ich musste den mit einem Stemmeisen daraus befreien. Und der war zu dem Zeitpunkt angeblich 8, tatsächlich war er 3. Er war. Warum musstest du ihn mit dem Stemmeisen aus der Box Weil rausbefragen? der. Weil der in der Box zugenagelt war, weil er so pfiffig war, dass er sich jede Nacht aus dieser Box befreit hat. Es sei denn, man hat sie zugenagelt. Daraufhin hat der Besitzer die Box zugenagelt. Und es war Februar. Ich habe mich gefragt, seit wann war der da drin? Und ich habe ganz schnell gemerkt, den kannst du überhaupt gar nicht für deine Kinder einsetzen, denn das war eigentlich mein Ansinnen, weshalb ich den kennengelernt habe. Und da ich aber so jung in der Tillington-Ausbildung war, habe ich gedacht, boah, das ist doch ein super Projekt, da guckst du mal, wie das bodenarbeitsmäßig weitergeht. Und dann ist er ja auch ganz schnell mein eigenes Pferd geworden. Naja, und mit seinen 1,25 blieb es ja auch immer ein Pferd, das ich nicht ausgeprägt geritten habe. Ich habe eine Zehnerkarte für ihn pro Jahr, aber mehr auch nicht. Den Rest mache ich mit ihm am Boden. Und deshalb habe ich ja, oder über ihn habe ich unglaublich viel gelernt. Also zwei Pferde, die mich dahin geführt haben. Im Grunde, wie das bei vielen Pferdebesitzern ja ist, dass die Pferde einen in ein Fachgebiet reinführen. Und danach war es einfach ein Stück Spaß. Ich liebe an der Bodenarbeit, dass man seine Pferde ungeheuer gut kennenlernen kann. Vor allen Dingen, wenn es dann in den Geschicklichkeitsparcours geht, in den Parcours mit Hindernissen, mit Vorhängen, mit allen möglichen Erscheinungsbildern, die Pferde womöglich schrecklich finden. Da kann man sehr, sehr schön ganz viel lernen über ein Schritt-für-Schritt-Programm, wie man vom Einfachen zum Schweren steigert. Man kann seine Fantasie da ein bisschen laufen lassen und sich überlegen, wie kriege ich das Pferd denn auf die große Plastikplane? Also wenn ich mir eine Equitana-Vorführung anschaue mit Poseidon in den Wellen, na, dann werde ich ja nicht gleich nach Hause gehen und das Gleiche machen.
Oder ich werde Überraschungen erleben. Nein, da muss ich mir überlegen, wie kann ich denn da entsprechend auf mein Pferd eingehen, auf welchem Niveau kann er einsteigen. Dann kommt eventuell das Thema, wie viel Demut, wie viel zurücknehmen kann ich mich? Denn wenn ich zu hoch eingestiegen bin, muss ich das analysieren können und muss sagen, oh, da gehe ich jetzt mal lieber einen Schritt zurück oder drei Schritte. Und diese Bereitschaft muss ich aber auch haben. Und das ist, finde ich, etwas ganz Fantastisches, das lernen zu können. Und vor allen Dingen durch ein Medium, wo man viel, viel bereiter ist. Ich könnte das Gleiche auch sofort übertragen in eine häusliche Kommunikation oder in eine Schwierigkeit. Und da ist man weniger bereit, zurückzustufen, auf den anderen einzugehen. Und das ist so viel einfacher mit einem Pferd, das man liebt und auf das man, ja, mit dem man noch weiterkommen möchte. Ne? Wir haben ja auch im Interview mit dir im Heft nochmal, die Überschrift ist so ein bisschen reißerisch, aber so sind wir Journalisten. Am Pferd zählt die Effizienz. Was meinst du damit? Naja, das ist ja vor allen Dingen auch ein totales Thema geworden durch meinen Mann, der ja ein Reitsystem aufgebaut hat, das sowas von effizient ist, sowas von schnell das Pferd verändert. Naja, wenn ich jetzt mal von der Mono die ausgehe, die unkontrolliert als Durchgänger im Gelände rumflitzt, wie will ich denn die? Da ist ja erstmal Gefahr im Vollzug. Aber da ist ja auch kein Gang dran denken, dieses Pferd muskulär vernünftig zu arbeiten, wenn die völlig verspannt ist, womöglich überm Zügel und noch nicht mal in so einer Balance, dass sie dann womöglich auch mit einem unebenen Gelände zurechtkommt. Also ist da ja Handlungsbedarf. Und da bin ich ja gut beraten, wenn ich ein Programm habe, dass das Pferd ganz schnell auf den Weg bringt, ganz schnell ruhig macht, kontrollierbar macht, wo ich eine Hilfengebung integrieren kann, sodass ich in absehbarer Zeit entspannt mit dem Pferd durchs Gelände auf und ab, hoch und runter, Galopp reiten kann. Und das sind ja die interessanten Sachen, die dann zur Gesunderhaltung des Pferdes beitragen. Doch nicht, indem der auf Paddock rumsteht. Definitiv, da hast du natürlich völlig recht. Deine Vorliebe mit Ben für Zirkuslektionen. Die Zirkuslektionen behandeln wir nicht in unserem aktuellen Heft. Darum nehmen wir das hier jetzt nochmal raus. Was bringt das? Was hat das gefördert bei dir und Ben? Er macht ja auch alles Mögliche. Ja? Der legt sich hin, der legt sich auf ein Kopfkissen, das sieht aus, als ob er schläft. Dann legt ihr euch beide zusammen hin. Also ihr habt ein ganz breites Repertoire. Ja, also musst dir, das ist doch bei jedem, guck mal, wenn du einen Zirkuskurs machst, dreh mal den Blick zu den Zuschauern. Die Gesichter sind so viel anders als zum Beispiel in einem Dressurkurs. Da ist ein Lächeln, da ist eine Freude, die Leute genießen diese Bilder und sind aber auch ein Stück weit, entrücken sie in eine Traumwelt, die sie eben auch gerne betreten wollen. Und das ist sofern ja nicht. Ich meine, das wissen wir ja nach den vielen Zirkuskursen, die es inzwischen gibt, dass das eine wirklich reelle Chance hat, gut mit seinem Pferd Zirkuslektionen zu machen. Und ein großer Teil der Zirkuslektionen ist ja einfach nur witzig, ist ja einfach, na, und wie schön ist das? Wie schön ist das, auch einen Arbeitsbereich mit dem Pferd zu haben, wo du nicht nur streng konzentriert und analysierend bist, was ja ganz oft in der Dressurreiterei der Fall ist, ne? Sondern wo dich allein diese Übung zu einem Lachen bringt, zu einer Freude, zu auch einer Ausdauer, die du manchmal in anderen Sparten der Reiterei gar nicht hast, ne? Und dann ist das ja so, dass die Pferde, die ja wahnsinnig gerne machen, kennst du diese Studie, die man mit Pferden gemacht hat, die sind in eine Halle reingeführt worden durch ein X und links war Rollkur und rechts war freie Arbeit und nach einiger Zeit haben die selber dann gewählt, was sie lieber haben und die haben sie alle für die freie Arbeit statt für die Rollkur entschieden. Wenn ich das mit Ben mache, dass ich eine Fläche habe, wo die Instrumente stehen, wo er sofort sieht, ah, das ist unsere Zirkuslektionsfläche. Und ich nehme danach das Zaumzeug. Da läuft er mir wieder zu den Zirkuslektionen, weil er sagt, nö, das mit dem Zaumzeug, das sind immer Übungen, die dauern viel länger, die sind viel anstrengender, da musst du viel genauer sein und es ist eine ganz andere Atmosphäre, als du vorher hattest.
Und da kann man genau seine Entscheidung sehen, ne? Und das ist ja auch toll, dass man neben, ich finde, die Reiterei muss sein, einfach weil sie, und die ist ja auch jetzt sehr wieder in den Vordergrund gerückt für Ben, dadurch, dass ich den fit halten will mit seinen 32 Jahren. Und da machen wir nicht mehr so viel Dönekes und hebt mal dieses Bein und hebt mal jenes Bein, sondern sehr viel kontinuierlichere Geschichten, ne? Aber da hat also die Reiterei ihre Berechtigung. Aber wie schön ist das, den Alltag mit Zirkuslektionen auflockern zu können, die nochmal entweder einfach zum Brüllen komisch sind oder die faszinierend sind. Na? Wie viel tägliches Programm hat er? Ja, das hat sich sehr geändert. Der hat leider im letzten Jahr eine nicht so deutliche Verletzung gehabt. Ich habe den dann mal untersuchen lassen und dann stellte sich das als viel tragischer heraus, als er es in der Arbeit gezeigt hat. Und jetzt sind wir, auch durch Corona sind wir ja völlig ausgebremst worden. Wir durften ja gar nicht in den Stall. Wir hatten ja eine strenge Ausgangssperre und wir durften gar nicht in den Stall. Und wir ziehen. Dann erzähl aber noch mal ganz kurz, dass du in Frankreich lebst. Ne? Ja, ich lebe in Frankreich mit meinem sehr verehrten Gatten, dem Philipp Karl. Und Ben zieht auch sein ganzes Leben, zieht der locker mit mir mit. Der war schon mit mir in Portugal, der ist quer durch ganz Deutschland gereist und hat die verschiedensten Stationen erlebt. Und jetzt ist er halt mal an verschiedenen Orten in Frankreich. Und wo waren wir dran? Hilfe mal eben, ich habe auch den Faden. Ausgangssperre, also es war eine Zeit Ach lang ja, jetzt nicht genau, möglich, mit ihm Ausgangssperre und richtig zu jetzt, arbeiten. genau. Und wir ziehen jetzt, heute Morgen, wir haben übermorgen ziehen die Pferde um, er auf eine ganz neue Anlage. Und dort werde ich dann neu mit ihm beginnen. Und wir sind aus Vorsicht dorthin gezogen, weil die Anlagenbetreiberin der jetzigen, der alten Halle, sehr, sehr vorsichtig mit Corona umging und uns als Profis nicht hat auf die Anlage den Zutritt gelassen. Da taten wir uns sehr schwer mit. Und wenn jetzt noch mal eine Ausgangssperre kommt, dann dürften wir auf die andere Anlage drauf. Und auf der anderen Anlage, das erfreut mich dann im ganz erheblichen Maße, darf ich wieder ein Spieleterrain aufbauen. Und das hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit und ich kann wieder so praktisch meinen Agility-Parcours aufbauen und die Bodenarbeit. Zum Beispiel, wenn Ben jetzt tatsächlich nicht mehr so fit ist, wie er im letzten Jahr war, dann würde ich wieder im verstärkten Maße auf Zirkuslektionen, statischere Übungen übergehen, denn der hat noch ganz, ganz viel Lust, beschäftigt zu werden. Ne? Also Kopfarbeit vor allem auch, ne? Er braucht Applaus. Es ist ein Pferd, das Zuspruch braucht und der auch in der Herde Zuspruch sucht. Der stellt sich in die Mitte der Herde, damit die anderen so ein bisschen auf ihn scheinen. Der ist von der Materie, ist der Phosphor. Das heißt, er kann nur glänzen, wenn die anderen ihm Zuspruch geben. Ne? Und da weiß ich zum Beispiel auch, ich bin ja viel weg auf den Kursen und gerne weg bei meinen Schülern, die das mein Wissen aufsaugen. Das ist ja auch alles wunderbar. Und damit er da zu Hause gut zurechtkommt, übergebe ich ihn meinen Praktikanten und da habe ich auch kein Problem mit. Die weise ich ein, denen erzähle ich, was sie mit ihm machen müssen und der Übergang ist ohne Probleme. Ohne Probleme. Der hat dann einen anderen Menschen, der sich intensiv um ihn kümmert. Und das Schöne ist, er ist wirklich der Schatz eines jeden. Ich brauche eigentlich gar nichts dafür zu tun. Er wird geliebt, weil er Charme hat und das ist toll. Das ist toll. Sehr praktisch, in der Tat. Ja, nicht nur praktisch, sondern einfach ein wunderbares Pferd. Ne? Also lest euch Ja. die Geschichte durch von Ben und Bea Borel. Auf unserer Dressurstudienseite. Nils hat das gerade dankenswerterweise in die Kommentare schon gepostet. Das ist wirklich anrührend, das ist wirklich schön, was ihr beide zusammen durchgemacht, was heißt durchgemacht, sondern was ihr beide erlebt und euch auch gerade erarbeitet habt. Aber, und da kommen wir jetzt zurück zu unserem Heft, es bedarf natürlich immer der Basics, ja? Also so ein paar Sachen wie, ich lasse mich führen,
ich als Besitzer erkenne, wenn es meinem Pferd gut oder schlecht geht, gerade jetzt auch in deinem Fall beim alten Pferd, wo man halt ein bisschen gucken muss, wie ist der am Tag drauf? Hast du das irgendwie nochmal besonders für dich ja, herausgearbeitet, dass dir irgendwann klar wurde, ah, Mai, der wird jetzt alt, da muss ich gucken? Oder war das halt einfach so wie in einer Beziehung, ja, da stellt man sich aufeinander ein? Ja, ich habe mich insofern auf ihn eingestellt, das klang jetzt eben schon so ein bisschen an, als dass ich gesagt habe, wenn ich den jetzt wirklich fit behalten will, dann muss das Programm anders sein, als wenn der mal eben ein Beinchen hebt und eindreht in eine Pirouette und auf eine Wippe geht und da sich 3 Minuten drauf amüsiert. Ich brauche etwas, was den wirklich fit hält. Und da fand ich, zum Beispiel in einem Jahr, wo er auch verletzt war, habe ich ihn dann aufgebaut mit der Equikinetik. Und das fand ich total genial. Ich finde die Idee der Equikinetik absolut prima. Ich arbeite ganz viel mit dem Intervalltrainer, weil man wirklich einen klaren Überblick kriegt über das, was man tut. Man kann sagen, so, ich habe jetzt 20 Minuten gearbeitet oder inzwischen habe ich ein Pferd, das kann auf 45 Minuten gehen. Und der hatte, reden wir mal von 2018, hatte der ein ganz, ganz klares Wochenprogramm. Montags, weil sonntags Ruhetag war, wurde 20 Minuten am Stück ohne Pause galoppiert. Wow. Ja, dienstags. Er hatte ja montags viel getan. Dienstags war deshalb ein ruhigerer Tag mit Detailarbeit. Und zwar auf der einen Seite Zirkuslektionen, Luftballons und Regenschirm und Co. Aber auf der anderen Seite wusste ich ja, weil da am Mittwoch ist er wieder am langen Zügel. Was hat er denn letztens am langen Zügel nicht so toll gemacht? Was muss ich da nochmal rausarbeiten? Und das habe ich kleinschrittig quasi wie eine Zirkuslektion gemacht. Er hat sich nicht so schön gebogen, also haben wir an der Biegung gearbeitet. Und das habe ich genauso geklickert und markiert, wie ich es bei einem Kompliment getan hätte. Also ging er mittwochs dann hoffentlich und in der Regel verbessert in die Arbeit rein, die er am langen Zügel machen musste oder die er an der, was auch immer, Longe machen musste. Na? Ich habe den ja meistens montags an der Kutsche. Na? Und dann ging das wieder im Rhythmus weiter. Donnerstags war 45 Minuten Trab und wenn das dann in der Kutsche war, dann war das wirklich 45 Minuten Trab. Das war jetzt kein starker Trab. Das durfte eher so in einem lockeren Trab, wie wenn wir joggen. Und dann ging das wieder weiter. Bea, lass mich da aber noch mal kurz zu sagen. Also, du bist hier keine Sportreiterin, du bist keine Leistungsreiterin in Anführungsstrichen, aber du hast für dich quasi installiert, dass Pferde Bewegung brauchen und 20 Minuten Galopp, wenn sie daraufhin trainiert sind, kein Zauberwerk sind, sondern durchaus vernünftig für die Konstitution des Pferdes. Kommen so viele Ideen rein. Also, Ja, ja. aber führ das nochmal aus, weil also ich am Ende könnte mein Pferd nicht 20 Minuten am Stück galoppieren, nicht weil er es nicht könnte, vermutlich auch nicht. Ich würde von der Konstitution einfach nach 5 Minuten zusammenbrechen, nach einem Ah, sauren ja, Pferd ich rufen. doch auch, denn das gleiche Programm habe ich doch mit meiner Stute dann auch gemacht. Ne? Okay. Ja, hallo, hab ich denn 20 Minuten galoppieren können? Ne? Das baue ich. Dafür habe ich einen Intervalltrainer. Bea, hör mal, was könntest du denn schaffen? Och, ich könnte vielleicht, ja, so 90 Sekunden, ja, und wie oft? Ja, fangen wir mal mit 4 Mal an, ja, und was brauchst du an Pause? So, das stelle ich mir ein. Und dann frage ich mich danach, wie geht's mir? War ich unterfordert, war ich überfordert? Und damit sind im Prinzip ist das Pensum der nächsten Tage festgelegt. Ne? Und da finde ich es obergenial, mit einem Intervalltrainer zu arbeiten. Denn auf der einen Seite kann es die Tendenz geben, nie bis zum Ende zu gehen. Ne? Du machst eine Übung und dann denkst du schon irgendwie auf der Hälfte, oh, ist aber lang. Ne? Vor allen Dingen, wenn du galoppierst, mach mal 10 Minuten Galopp in der Halle, das wird stinkend langweilig. Wenn du keinen Intervalltrainer hast, hörst du auf. Ne? Ah, oh, nee, ist langweilig. Jetzt machen wir mal was anderes. Nee, der Intervalltrainer hat noch nicht geklingelt. Du machst jetzt bitte weiter, bis der klingelt. Oder
Was ich auch total verrückt finde, das waren tolle Erfahrungen. Du wirst ausgebremst. Nein, du beißt dich jetzt nicht dran fest. Du hörst jetzt bitte auf. Das Ding hat gesagt, du hörst jetzt auf, dann hörst du auch jetzt auf. Ah nee, der wäre aber jetzt in dem Moment gar nicht so gut. Ist egal, du kriegst noch mal eine Chance. Also das fand ich auch so interessant. Man muss ja eigentlich immer aufhören, wenn es am besten ist oder aufhören, wenn es gut ist. Das war mir dann im Intervalltraining eigentlich egal. Ich habe mir gesagt, Chance vertan. Kannst du beim nächsten Mal versuchen, ein bisschen besser zu sein. Das bringt dich dann noch mehr auf den Punkt, ne? Ich fand das total klasse, bin ich dem Michael Geithner ewig dankbar, das aufgebracht zu haben. Und ja, und ich habe das für mich in den Alltag eingebaut. Also ich kann Ihnen dazu stimmen, Mike Geithners Dualaktivierung, Egokinetik ist wirklich mega genial. Ich greife auch immer wieder drauf zurück, weil es einfach klasse ist und das reine Grundprinzip vom Intervalltraining ist einfach schön. Also das macht genau den Sinn, den du gerade sagst. Kann man auch bei der Bodenarbeit übrigens anwenden, macht Mike Geithner ja auch in der Egokinetik. Also auch wenn er irgendwas anderes macht. Das Schöne an diesem Intervalltraining ist einfach, das ist ja auch keine Erfindung von Michael Geithner, das sagt Michael Geithner ja auch immer selber. Das Schöne am Intervalltraining ist, dass ihr ganz kurze Sequenzen habt, wo ihr euch konzentrieren müsst und danach könnt ihr euch wieder entspannen. Das stimmt. Ne? Und diese Ja. kurze Sequenz des Konzentrierens ist halt viel effektiver und da kommen wir wieder, schlagen wir wieder quasi so den Bogen zu unserem Heft, wo du sagst, Effektivität ist wichtig, auch am Boden. Ist viel effektiver, als wenn man da eine halbe Stunde rumdaddelt, womöglich noch sein Handy am Ohr hat oder sonst irgendwie was macht, sondern die komplette Aufmerksamkeit aufs Pferd gerichtet. Und das dann noch kombiniert mit dem Intervalltrainer, da gibt es ja kostenlose Apps im Internet, die man sich locker runterladen kann. Das ist, glaube ich, schon eine schöne Kombination. Jetzt sind wir Ja. schon wieder eine halbe Stunde am Quatschen. Nils, habe ich irgendwas vergessen? Jede Menge, das Heft ist voll. Aber ich glaube, wir werden ein paar Details aus dem Heft, was so alles drin ist, denke ich, in den nächsten Sendungen noch hier und da mal ansprechen. Nils ist fort. Nils Nils ist ist fort. verstummt. Aber ich kann den Satz zu Ende führen. Ich habe das letzte Wort. Wie Sprechen. geil. Ich Nils. bin da und höre alle. Bist du doch wieder da? Wolltest du gerade das letzte Wort haben? Bist du wieder da? So einfach Okay. nicht, Frau Ja. Sanders. So einfach nicht. Wieder ein Satz. Also, wir werden ganz viele Details, da mache ich das jetzt einfach mal aus unserem Heft. Also, wir werden ein bisschen penetrant sein. Jetzt mit dem, wie wir euch unser Heft vorstellen, mit den Interviewpartnern. Penetrant hört sich vielleicht ein bisschen negativ an, aber einfach auch, um zu sagen, hey, guckt doch mal rein, um euch die Möglichkeit zu geben, vielleicht nicht unser Heft in der Hand zu haben, aber auf diese Art und Weise im Heft zu stöbern und euch die Kauferleichterung etwas leichter zu machen, die Kaufentscheidung etwas leichter zu machen, wäre ein Satz, der Sinn macht. Naja, Bea, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie Gerne. gesagt, dein Interview hat den Obertitel, ne, Effizienz. Effizienz ist wichtig. Kann man nachlesen in dem gedruckten Heft, aber auch im E-Paper. Bea, habe ich noch irgendetwas vergessen zu fragen, was du noch mal gerne anmerken möchtest, was dir ganz wichtig ist zu sagen? Ja, wenn wir über Bodenarbeit sprechen, sind für mich zwei Dinge wichtig. Also einmal die Sache, ein Pferd gut kennenlernen zu können. Aber das Pferd kostet mich ja jeden Monat eine Unsumme. Und ich finde das so schön, das von unten beobachten zu können und die Schönheit des Pferdes zu sehen. Und ja, einfach mal zu genießen, wofür ich das viele Geld an jedem Tag zusammenbringen muss. Ne? Und es ist doch eigentlich bei jedem, dass er sein Pferd liebt und wunderschön findet und einfach diesen Zustand genießen. Ne? Und dem Pferd mal bei der Arbeit zuschauen, wenn ich drauf sitze, sehe ich das in dem Maße nicht. Das ist eine große Freude, die ich am Boden habe. Ja, das sind perfekte Abschiedsworte quasi. Also Abschiedsworte, Schlussworte wäre der bessere Begriff. Danke, dass du dabei warst. Gerne. Danke, dass ihr alle zugehört habt. Ich freue mich auf Mittwoch. Dann sehen wir uns hier nämlich wieder. Dann stelle ich euch jemanden vor, der ein Projekt initiiert hat in der Corona-Krise. Mut zur Strecke lautet der Obertitel. Manche von euch kennen das vielleicht. Superschöne Sache. Kommt einfach wieder. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dahin, danke, macht's gut. Guten Tschüss an Abend. alle. Tschö. Tschüss.